Lilo, heute mal wieder ein Video vom Linux Mint Desktop. Könnte aber auch ein Ubuntu Desktop sein, beziehungsweise ein Schreibtisch oder eine Arbeitsfläche. Nun, komischerweise hat man sich dazu entschieden, beim Genome-Projekt die Arbeitsfläche Schreibtisch zu nennen. Schreibtisch. Hier heißt es aber Arbeitsfläche. Hier auf der Arbeitsfläche ist zum Beispiel das Symbol Terminal. Da heißt es aber Schreibtisch. Ne? Und in englischen Versionen und eigentlich auch ursprünglich, wenn man das System installiert, heißt es erstmal Desktop. Ne? Was nichts anderes ist als eine Arbeitsfläche oder ein Schreibtisch. Gut, möchte man das ändern, dass die Arbeitsfläche Arbeitsfläche heißt, ist der richtige Weg. Warum? Sage ich gleich. Das Ding hier so erst einmal umzuwählen. Arbeitsfläche. Dann ist das für einen User gut. Falsch wäre es, ne? Aber oder falls ihr mal Probleme habt, ne? Steuerung K drücken, ich mache mal jetzt kurz Onboard Bildschirmtastatur, damit ihr seht, was ich gerade so drücke. Steuerung und H, um die versteckten Dateien anzuzeigen. Gut, darin finden wir jetzt einen Ordner .config. .config. Und darin, ich roll mal ein bisschen runter. So. User dies dies. Ne? Darin sollte sich das jetzt geändert haben. Und zwar automatisch. Falls nicht, kann man es hier noch umbenennen. Ja? Falls sich das mal nicht automatisch ändern sollte. Ne? Gut, ich habe mittlerweile meine Arbeitsfläche benannt. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Mach mal wieder STRG K, dass die versteckten Dateien nicht angezeigt werden, damit das hier nicht verwirrt. Arbeitsfläche heißt Arbeitsfläche, aber in der entsprechenden Datei UserDies meinetwegen noch Schreibtisch. Normalerweise aktualisiert die sich selber, falls nicht, als zweites Arbeitsfläche. Muss aber natürlich genauso heißen wie der Ordner, den ihr da angelegt habt. Könnte ja auch sein, ihr wollt einen ganz anderen Ordner anlegen oder ganz anders umbenennen. Also der Name muss identisch sein, auch mit der Groß- und Kleinschreibung, bitteschön. Linux, Groß- und Kleinschreibung, wichtig, speichern. Dann einmal abmelden, anmelden und alles wird gut. Nun, das betrifft jetzt streng genommen nur den User, den wir so gerade hatten. Jetzt könnte jemand zu Recht sagen, was machen wir denn, ne? Was machen wir denn jetzt, wenn wir mehrere Benutzer haben auf dem System? Gut, wir waren jetzt, ne, wie gesagt, jetzt abmelden, anmelden. Und dann wäre alles in Ordnung. Und da heißt der persönliche Ordner halt persönliche Ordner. Terminal, ne? Auf der Arbeitsfläche kein Problem. Dann hat es nicht mehr Schreibtisch. Aber was ist, wenn man einen neuen User anlegt? Ne? Dann heißt es bei dem wieder Schreibtisch. Nun, man könnte der irrigen Meinung sein. Die einen oder anderen kennen vielleicht noch einige Systemordner. Den Ordner etc. Scale zu benutzen, habe ich auch erst versucht. War aber verkehrt. Total verkehrt. LS. Nichts drin scheinbar. LS-AL. Weil der Ordner .config versteckt ist. Nun, falsch wäre es. Ne? CD.config. Glaub mir jetzt, ich habe es versucht. LS. Hier hinein. Ne? Zusätzlich noch diese entsprechende Datei userdies.ds hinein zu kopieren. Die wird nämlich automatisch angelegt vom System. Und da bin ich drauf gekommen, wäre vielleicht ganz pfiffig, mal rauszukriegen, auch für euch, die dasselbe Problem haben. Wie macht man das, wenn man jetzt neue User automatisch mit dem Ordner Arbeitsfläche anlegen will und nicht Schreibtisch? Nun, es gibt ein Manual, eine Manpage zu diesem User. Dies. Die ist gleich zu viel, wenn ihr weiter zuhört. Gut, jedenfalls haben wir hier eine kleine Anleitung zu diesem User, die ist. Und da kann man mit Enter weiter drücken. Und man sieht zum Beispiel eine Umgebungsvariable, die gesetzt ist, wo diese Standard-Konfigurationsdatei zu finden ist. Ne? Das ist die Datei Defaults. Die heißt nicht User, die ist, sondern User, die ist Defaults. Und in welchem Pfad steht in dieser Umgebungsvariable, sollte in der Regel etc. xdg sein. Also etc. xdg
userdirs.defaults und da sollte der Standardpfad für neu angelegte User drin sein. Außerdem hier sieht man nochmal, dieses Programmchen macht automatisch Updates. Also nicht Updates vom System, sondern falls sich mal was ändert, ne, gerade was ich so gemacht habe, normalerweise den Ordner umbenannt und schon sollte auch in der entsprechenden userdirs.es-Datei das geändert sein. Ich mache mal Q, bevor ich jetzt noch weiter Verwirrung stifte. Skeleton-Datei, vergesst ihr mal. Clear. So, wir gehen in das Verzeichnis cd etc xdg, falls der Pfad bei euch anders ist. Wie gesagt, die Umgebungsvariable, die im Mensch-Page steht, mal gucken. Ne? ls, mal gucken, was da so drin ist. Und hier sind die User-DS-Defaults, also die Standardwerte. Und die sind pfiffigerweise auf Englisch. Und da wird's lustig. Ne? Sudo, also mit Root-Rechten. Nano, der Editor. User-DS-Defaults. So, mein Passwort eingetippt. Und hier sehen wir nämlich das nächste. Ne? Also deshalb habe ich gesagt, standardmäßig, wenn der Rechner erstmal eingestellt wird oder installiert wird, heißt es eigentlich erstmal Desktop, ne? Wegen Englisch. Gut, und da wird es irgendwie übersetzt. Übersetzungsdateien, lokale.de, wie auch immer. Und da heißt plötzlich Schreibtisch und manchen Anwendungen wieder Arbeitsfläche. Gut, wir machen uns dieses Durcheinander zunutze. Ich schreibe jetzt erstmal ein Rautezeichen davor, damit dieser Desktop-Eintrag erhalten bleibt, falls wir den mal wieder herstellen müssen. Genauso wie es da steht, groß geschrieben, der ist top. Ist gleich und hier könnte ich jetzt hinschreiben Arbeitsfläche. Warum heißt das jetzt, dann hinterher Arbeitsfläche. Nun, ein neu eingelegter User bekäme diesen Eintrag und Genome würde versuchen, den zu übersetzen. Da das Wort Arbeitsfläche aber nicht in der Übersetzungsdatei ist, wird Arbeitsfläche beibehalten und nicht übersetzt in Schreibtisch. Und dann funktioniert das. Und für alle User. Steuerung O, speichern, Steuerung O, Enter, Steuerung X, Bang. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.